Hallo, heute möchte ich euch den Pludio R Plus vorstellen. Hierbei handelt es sich um einen Bluetooth-Kopfhörer, der wirklich ordentlich was auf dem Kasten hat. Der Kopfhörer wurde in dieser schönen Box geliefert. Unter anderem sieht man hier bereits Hinweise zu den einzelnen Funktionen. Darauf werde ich aber später eingehen. Packen wir das Gerät mal aus. So, hier sehen wir schon den zusammengeklappten Kopfhörer und hier haben wir noch ein Zubehörpaket. Der Kopfhörer besteht soweit komplett aus Plastik, lediglich vereinzelte Teile wie hier zum Beispiel und auch das Schiebeelement des Bügels bestehen teilweise aus Metall bzw. sind mit Metall verstärkt. Die Ohrmuscheln und auch die Polsterung des Bügels bestehen aus Lederimitat und im Inneren der Ohrmuscheln ist er zudem mit Schaumstoff gepolstert. Hier seitlich haben wir Funktionstasten. Unter anderem kann man hier die Lautstärke wählen oder man kann auch zum nächsten Track bzw. zum vorherigen Track springen. In der Mitte haben wir einen Power-Knopf. Damit können wir unter anderem das Gerät einschalten, ausschalten und auch wird dieser Knopf zum Pairen benötigt. Um den Power-Knopf herum befindet sich eine LED, die unter anderem angibt, in welchem Wiedergabenmodus wir uns befinden oder ob das Gerät verbunden ist. Hier seitlich haben wir weitere Funktionstasten. Unter anderem können wir hier das Wiedergabegerät wählen. Das heißt, der Kopfhörer hat einen integrierten SD-Karten-Slot. Das heißt, über eine Micro-SD-Karte können wir auch Musik wiedergeben. Zudem verfügt der Kopfhörer über eine Freisprechfunktion. Das heißt, Anrufe lassen sich mit hier dem integrierten Mikrofon tätigen. Und hier haben wir noch eine USB-Ladebuchse. Auf der anderen Seite haben wir noch einen 3,5 mm Klinken-Audioeingang. Und was macht diesen Kopfhörer so besonders? Und zwar hat er 8 Treibereinheiten. Das heißt, pro Ohrmuschel sind 4 Lautsprecher verbaut. Zudem verfügt er über Bluetooth 4.0. Bluetooth 4.0 ist sehr energiesparend. Das heißt, sowohl der Kopfhörer als auch das kompatible Wiedergabegerät, das Bluetooth 4.0 unterstützt, haben eine lange Standby-Zeit, beziehungsweise auch die Musikwiedergabe ist dementsprechend lange. Der Kopfhörer ist zudem aptX-kompatibel. aptX ist ein neuer Bluetooth-Codec. Das heißt, die Musikqualität wird durch diesen Codec noch deutlich verbessert. Allerdings braucht man hierfür auch ein aptX-kompatibles Wiedergabegerät. Ebenfalls verbaut ist ein NFC-Chip. Das heißt, mit einem entsprechenden Gerät kann man hier den Kopfhörer sehr leicht verbinden. An Zubehör haben wir hier noch unter anderem ein AUX-Audiokabel. Zudem haben wir hier eine Stofftasche für den Transport des AirPlus. Und hier haben wir noch ein Micro-USB-Ladekabel. So, ich habe den Pludio Air Plus jetzt mehrere Tage getestet und ich muss sagen, klanglich ist dieser Kopfhörer wirklich perfekt. Also etwas Besseres in dieser Preisklasse zu finden, wird schon schwierig. Ich habe den Pludio Air Plus mit meinem Computer als auch mit meinem Smartphone verbunden. Mit meinem Smartphone kann ich unter anderem die Anrufe entgegennehmen, beziehungsweise mit dem Kopfhörer die Anrufe tätigen. Und mit meinem Computer kann ich gleichzeitig Musik hören, was ich sehr nützlich finde. Hinsichtlich des Klangbilds war ich zunächst etwas stutzig, weil der Bass wirklich sehr durchdringend war und auch etwas dumpf wirkte. Ich habe dann in der Anleitung nachgeschaut. Dort wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass der Pludio R Plus 3 Equalizer-Profile verbaut hat. Ich habe dann über die speziellen Funktionstasten die Equalizer-Profile durchgehört und auch wirklich ein passendes für mich gefunden. Und ich muss sagen, die Höhen und Mitten waren danach wirklich deutlich zu erkennen und trotzdem war noch genügend Bass da.
Also wer wirklich Spaß an einem basslastigen Kopfhörer hat, wird mit dem Bludio R Plus wirklich bestens bedient sein. Was mir auch besonders gut gefällt, war der Surround Sound. Der kam wirklich sehr gut rüber. Auch die aptX-Unterstützung gefällt mir sehr gut. Allerdings braucht man hier wiederum ein aptX-kompatibles Wiedergabegerät. Was ich jetzt nicht so gut fand, war die verwendeten Materialien. Ich hätte mir eher gewünscht, dass der Kopfhörer vielleicht mehr aus Aluminium besteht als aus Hartplastik, weil er dann wirklich hochwertiger wirken würde. Trotz allem kann ich für den Bludio R Plus auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung aussprechen.